Augen zu, schrie man mir ins Gesicht. Wir sollten rennen. Sie sagten mir, ich sollte rennen, und ich rannte. Das Ziel stets vor Augen. Pläne haben wir eingehalten. Wir wollten ja gewinnen. Wir wollten dem mal den rechten Weg zeigen. Die Wahrheit. So wie es halt auszusehen hat. Sie mussten nur mitmachen. Und wenn nicht, dann... Dann halt nicht! Peng, Abschuss, Feuer frei! Wer nicht hören will, muss gefälligst fühlen. Das hat doch Opa schon gesagt. Dann muss es schließlich stimmen. Wir rennen weiter. Den verdammten Weg entlang. Ich befolge den verdammten Plan. Die anderen haben sich schon längst in Sicherheit begeben. In Sicherheit. Ich bin die Sicherheit! Wir waren einmal die Sicherheit! Aber nein! Der feine Herr hat ein Kind und eine Frau. Ja, die bringen dir auch nichts mehr, wenn sie bei lebendigem Leibe im Feuer auf ihrem eigenen Land sterben. Steh auf, haben wir uns angeschrien. Nicht nur ich ihn, das machte man halt so. Daran kann ich jetzt auch nichts mehr ändern. Und dann, ein paar Sekunden später, ist man wieder allein. Ich renne weiter. Ich renne und renne. Das Feld ist voller... Ich muss weiter. Das Feld ist immer noch voller... Ich muss weiter, aber das Feld ist voller... Oh Gott! Sie liegen alle regungslos da. Aber da eine kleine... Ich muss weiter. Ich könnte ihm... Aber ich muss weiter. Ich könnte ihm ja auch... Hallo. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Ich weiß nicht mehr, was ich tue. Ich befolge dem Plan. Augen auf. Sieh dich um.